Garnik Kramer hat die Gratulation zur Wahl ins Regierungspräsidium. Das ist jetzt sehr deutlich ausgefallen, eigentlich keine Überraschung. Trotzdem die Frage, wie fühlen Sie sich heute? Ja, ich fühle mich sehr gut. Ich bin auch erleichtert, dass es jetzt durch ist. Es ist eine spezielle Situation, wenn man antritt, so praktisch ohne Gegenkandidaturen, weil sich da alle zurückgezogen haben. Das ist irgendwie etwas, was es noch nie so gegeben hat in Basel. Und darum war es auch ein bisschen unberechenbar gewesen für mich. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt so viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mir die Stimme gegeben haben. Das gibt natürlich einen tollen Schwung jetzt für das neue Land. Wie haben Sie insgesamt den Wahlkampf erlebt aus bürgerlicher Sicht in den letzten Wochen? Ich habe ihn gut erlebt, ich habe ihn intensiv erlebt. Ich habe es toll gefunden, wie der Luca Chase sich inhaltlich geäussert hat. Er hat eine beeindruckende Aufholjagd ja auch angelegt. Und ich bin auch gleichzeitig jetzt froh, dass es ein klares Resultat ist, weil an dem gibt es nichts zu rütteln. Und freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Mustafa Atici im Regierungsteam. In wenigen Monaten sind schon wieder Wahlen. Was heisst das auch jetzt für die Regierungsarbeit oder auch, wie es jetzt weitergeht? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich gehe eher davon aus, dass die Wählerinnen und Wähler werden auf Kontinuität setzen denn im Herbst, weil mir jetzt eben ein neuer Sitz besetzt ist, weil eine neue Person im Regierungspräsidium ist. Aber klarerweise, es sind Wahlen und es fangen alle wieder bei Null an und es gibt wieder Wahlkampf. Das gehört zur Politik. Darum ja, schaue ich damit Gelassenheit entgegen. Noch eine Frage zu Ihrem neuen Job, der jetzt kommt. Wie wird sich Ihre Arbeit verändern? Wie werden Sie in Erscheinung treten? Was haben Sie sich für die ersten Monate vorgenommen? Also ich habe im Wahlkampf gesagt, ich will Regierungspräsident für alle sein, die in Basel wohnen. Das möchte ich auch so einlösen. Ich trete an, um zuerst einmal mein Dossier einschaffen, um die Leute kennenzulernen, die mit mir werden zusammenarbeiten. Ich kenne ja natürlich schon viel von der Regierungsarbeit nach 7 Jahren als Departementsvorsteher. Aber gleichzeitig sind es nochmal andere Dossiers, wo man sich seriös einschaffen muss. Also mit anderen Worten, mein Anspruch ist nicht am ersten Tag dort einzumarschieren und zu sagen, jetzt rollt die Welt in eine andere Richtung, sondern ich möchte seriös mit den Leuten zusammen und vor allem auch mit dem Regierungsteam zusammen dann die wichtigen Entscheide treffen, die anstehen. Und es gibt immer viel zu tun in Basel. Also von dem her langweilig wird es nicht in diesem Regierungsteam.